Ja, ich habe jetzt gerade mein Päckchen bekommen und das wollte ich euch jetzt direkt mal zeigen und abfilmen. Denn ich hatte mal bei Crêvetier wieder bestellt. Einfach aus dem Grund, dass manche Sachen, die ich jetzt schon länger auf der Wunschliste hatte, jetzt wieder lieferbar waren. Beziehungsweise es gibt halt bestimmte Sachen nur dort, weil das dann so Eigenmarken sind. Und die habe ich jetzt auch so nicht vergleichbar irgendwo gesehen. Deswegen gibt es so manche Sachen, die ich generell nur dort bestelle, weil sie es nur dort gibt. Und dann bestellt man natürlich andere Sachen dazu. Und es gab ein Scoreboard, was ich gerne noch haben wollte, was es dort viel günstiger gab. Deswegen noch ein Grund mehr dort zu bestellen. So, und als erstes gibt es natürlich wieder diesen obligatorischen Lutscher in Herzform. Und da war auch wieder ein Kärtchen dabei. Dieses Motiv gab es, glaube ich, auch schon mal. Und hier nochmal so ein Mini-Prospekt, was es eben Neues gibt. Zum Beispiel diesen Sechsfachlocher, die Cinch, die Mini-Cinch. Dann hier die Locher. Wobei ich muss zugeben, ich hatte diesen Locher mir gebraucht gekauft und ich finde den von Happy Planner finde ich stärker. Also ich habe meine Cover selber gemacht am Anfang und wenn das stärkeres Papier ist oder auch die Folie, dann kam der hier nicht so gut durch als jetzt das Original. Wenn man jetzt aber natürlich das nur als Ergänzung möchte, zum Beispiel, dass man halt eigene Layouts oder so einheften kann oder eigene Papiere, dann reicht der vollkommen aus. Von diesen Ringen habe ich ja auch schon einige mit, weil die sind natürlich noch mal günstiger, die Metallringe von der Eigenmarke. Wobei ich auch hier sagen muss, die sind schon recht schwer zum einen und zum anderen auch dicker. Und deswegen hakt es bei manchen Seiten, vor allen Dingen beim Cover, weil das dann, weil die Lochung ist ja immer die gleiche, aber die Ringe sind etwas dicker eben. Also ja, wie gesagt, alles hat so seine Vor- und Nachteile, aber diese Kunststoff, die sind super, die sind natürlich auch noch mal günstiger. Solche zwei Teile habe ich auch noch und da habe ich schon lange vor, mir mal so einen Planer zu machen, aber bin ich immer noch nicht dazu gekommen. Die Teile habe ich auch, habe ich allerdings noch nicht verwendet und tatsächlich bin ich mir auch nicht sicher, ob ich den Kauf nicht sogar bereue und vielleicht sogar hergeben werde. Mal gucken, ob sich das jetzt dann in Zukunft ändern wird, weil, ja, weiß nicht. Was ich mich halt dann frage, wenn ich das jetzt da drin stecken habe, wie fixi oder mit welchem Kleber mache ich das denn dann? Weil wenn ich nämlich ein Klebeband nehme, dann brauche ich die eigentlich nicht. Oder bringe ich dann hier an der Seite dann den Flüssigkleber an oder wie macht man das dann? Habt ihr diese Teile und habt ihr die schon verwendet und könnt mir sagen, wie das funktioniert, beziehungsweise wie man das. Natürlich macht es einen schönen rechten Winkel, aber wie jetzt hier zum Beispiel, da hast du ja dann gar keinen Abstand oder machst du vorher den Kleber drauf. Dann kann es aber passieren, dass es dir in die Dinger nein suppt. Weiß ich nicht. Nur mal gucken, ich probiere es nochmal. Und hier Cardstock-Hammer haben sie auch. Und ich hatte auch schon mal, das ist jetzt natürlich so eine Mischung, ich hatte aber auch mal einzelne Farben gekauft und die fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Also die Eigenmarke finde ich schon sehr gut. Und was es ja dazu gab für einen Euro, war dieses Handtuch. Und ich mag ja diese Handtücher und diesen Beutel zum Beispiel, den benutze ich ja täglich. Wo ich einfach meinen Geldbeutel und so drin habe. Ich benutze keine Handtaschen oder Rucksäcke oder sonstiges. Ich habe halt diesen Stoffbeutel, den ich dann immer mitnehme. Und da habe ich auch schon Handtücher von. Da gab es die, glaube ich, mal umsonst dazu. Und das ist halt jetzt dieses Aloha Crafters Handtuch. Ja, ich mag die sehr gerne. Die sind nicht so schwer, die sind schön leicht. Und die sind halt schön so für Schwimmbadbesuche und ja, deswegen war das ein schönes Goodie dazu und für 1 Euro, mein Gott, das ist schon cool. Und apropos Eigenmarke, und zwar wollte ich den hier schon ganz lange. Ich dachte mir, okay, ich habe diesen anderen. Wo ist er denn hier?
Das hier. Aber mit dem kannst du ja nicht wirklich falzen. Und jetzt dachte ich mir, wobei damit auch nicht, oder? Der ist ja zu dick. Kann man das sehen? Ja, muss ich mal gucken, ob mir das gefällt. Ich habe das jetzt auch schon bei der Laura. Das ist eine spanische YouTuberin, glaube ich. Hoffe ich, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Die hat es auch verwendet. Und ich weiß nicht, ob mir das, weil das hat so eine Schräge auch. Muss ich, also das muss man halt einfach auch mal getestet haben, ob einem das liegt oder nicht. Mal gucken, ob es mir gefällt oder nicht. Ansonsten kann man sie immer noch hergeben. So, was ich dann noch entdeckt hatte, sind diese kleinen Stempel. Und die fand ich ganz süß, weil Geburtstag feiert man sowieso jedes Jahr mehrfach. Und da dachte ich, das passt eben ganz gut, wenn man mal so kleine ATCs machen möchte oder gerade jetzt auch, was das Memory Book, also das Tagebuch meiner Kleinen angeht, kann man das wieder sehr schön verwenden. Oder halt andere Anlässe, wo man einfach zum Beispiel so einen kleinen Geburtstagsgeschenk-Anhänger oder so noch dran machen möchte, dann sind solche kleinen Motive doch immer ganz praktisch. Und das sind auch so verschiedene Charaktere dabei. Ich glaube, da ist auch immer irgendwie was Passendes dabei. So, was ich dann noch mitgenommen habe, was ich dann aber irgendwie total falsch gesehen habe. Ich hatte das vor einer längeren Zeit schon mal in den Warenkorb gepackt, habe es dann aber nicht bestellt. Und jetzt lag es dann immer noch drin und da dachte ich mir, so, das war auch reduziert, das nimmst du jetzt mit. Und zwar für meinen Planer das Case hier, damit das einfach am Planer dran bleibt. Ich kann euch den mal zeigen. Jetzt muss ich bloß meinen Stuhl da wegschieben. So. Und zwar ist es dieser hier. Das ist ja mein Planer für 21, 22. Und ich war der Meinung, dass das Ding hier diese Lochung hat, dass man den quasi hier dran knipsen kann. Aber der hat ein Gummiband. Jetzt weiß ich ehrlich, oh, natürlich, gleich wieder abgerissen. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, ob mir das gefällt. Und zweitens, in der Art und Weise hätte ich es mir eigentlich auch selber machen können. Weil ich habe genug solche Mäppchen. Und da hätte ich mir einfach hinten so ein Gummiband dran machen können. Aber mei. Also ich fand das Motiv auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und schwarz und weiß passt ja bekanntlich zu allem. Und das passt jetzt auch hier schön drauf. Und da kann ich halt jetzt so meine wichtigsten Stifte und so reintun, damit es halt schön dran bleibt. Weil ich gebe es langsam auf mit diesen Stiftschlaufen, die man ja sich hier an die Seite irgendwo immer mit dran bappen kann. Weil zum einen hast du dann überall die Bappreste dran, wenn man das nochmal abmacht oder so, oder mal die Position wechseln will. Zum anderen habe ich dann so einen Stift mit so einer Gummierung und dann kriegt man den schlecht rein. Oder ich benutze oftmals auch, so, weil da gibt es ja auch von Friction diese radierbaren Stifte mit Mehrfachfarben. Und das ist halt perfekt, gerade so was das Finanzielle und so weiter angeht, was ich ja tracke. Da habe ich dann Rot, Grün und Schwarz und dann halt noch Blau. Und da kann ich dann halt immer ganz schnell hin und her wechseln, anstatt dann immer verschiedene Stifte zu nehmen. Und den dann da reinzuschieben, das geht auch nicht, weil der halt natürlich von Grund auf schon dicker ist und noch zusätzlich die Gummierung hat. So, wie mache ich mir den Stift dann da dran? Ja, und damit habe ich jetzt schon länger geliebäugelt, einfach mal so eine Mappe mir zu besorgen. Aber wie gesagt, ich dachte eigentlich, dass das hier am Rand diese Lochung hier hat und dass man das dann quasi an der Bindung dran macht und nicht hier mit Gummi, weil das tatsächlich hätte ich mir auch selber machen können, hätte ich ein Mäppchen nehmen können, was ich schon da habe und hätte mir da einfach ein Gummi dran gemacht. Aber mal, jetzt ist es da, es ist auch ein schönes Motiv. Man, das passt doch irgendwie ganz gut hier mit dazu, würde ich behaupten, mit den Blumen. Also ich, ja, ich bereue es jetzt nicht unbedingt, aber es hätte jetzt auch nicht sein müssen. Und den hatte ich nämlich auch noch ganz lange auf meiner Wunschliste. Den gab es immer die ganze Zeit nicht. Und jetzt gab es dann und da dachte ich mir, so, den packe ich jetzt gleich mit ein. Und schaut mal. Und ich mag einfach diese pastelligen, nudigen Töne. Und das sind auch wieder die Blumenmotive dabei. Und die passen halt da tatsächlich perfekt dazu. Und deswegen habe ich gesagt, da schaut. Und das ist auch mit Folierung. Oh, ist das nicht schön? Ich liebe, liebe, liebe das.
Das ist nochmal in Schwarz. Das ist so durchsichtig und die anderen sind mit weißem Hintergrund. Schaut mal, wie toll. Ja, ich bewundere immer die YouTuberinnen oder ja, hauptsächlich sind es YouTuberinnen, die diese Planer dann eben komplett mit diesen Sachen auch, mit dem Happy Planner gestalten. Weiß ich nicht. Irgendwie, ich habe irgendwie nicht so wirklich ein Händchen dafür, was so dieses Ästhetische ausschaut, damit es halt auch wirklich schön ausschaut und praktisch ist. Und wenn ich dann mal so eine Seite gestalte, dann gefällt es mir meistens nicht. Ich wollte ja euch eigentlich auch mal mitnehmen bei sowas, wenn ich so eine Wochendeko gestalte. Aber irgendwie gefällt es mir dann immer nicht und dann möchte ich das auch nicht zeigen. Naja, egal. So, was ich dann noch gekauft habe, das ist Sugar and Spice von P13. PierTech war das ja. Jetzt heißt es P13. Und das ist eine ganz süße Sache und die Farben und überhaupt fand ich total schön, deswegen durfte das auch mit. Da schaut mal. Also ich finde irgendwie, die haben ein Händchen dafür, Farben zu kombinieren. Ich glaube, jetzt fängt es auch wieder von vorne an. Genau, das sind immer viermal die Motive drin. Die haben einfach ein Händchen dafür, diese Motive so richtig realistisch dastehen oder darstellen zu können. Und die Farbkombinationen sind einfach der Wahnsinn. So, dann habe ich mir noch mitgenommen dieses Set und das fand ich einfach so toll. Das ist jetzt natürlich in einer anderen Sprache. Ich hoffe jetzt aber mal nicht, dass da so viel drin ist, was ich dann nicht verwenden kann. So, jetzt muss ich das mal schnell aufschneiden. Ich hoffe ganz vorsichtig, dass ich da jetzt nichts kaputt mache. So. Hoffe ich, dass das nicht lose Blätter sind. Doch, sind es. Na toll. Weil jetzt habe ich natürlich lose Blätter und habe keine richtige Hülle. Aber gut. So. Da haben wir auch direkt ein Motiv. Das ist sehr schön. Oh, schaut mal. Ah, da kann man vielleicht noch was überkleben mit Stammbaum oder irgendwas oder der Familienname. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wild. Und das kann man auch überkleben. Ah, ich fand das einfach von den Motiven her so toll. Und natürlich die Farben. Das ist schon wieder sehr babylastig, aber ja, konnte ich nicht vorbeigehen. Schaut mal. Der ist doch total goldig. Und der hier. Ja, da wird es ein wenig schwierig. Muss ich mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Oder ich lasse es einfach und fertig. Ich finde die Motive einfach so herzig. Schaut mal. Oh, schau mal die kleinen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Plotter ausschneiden. Oh, das ist auch schön. Oh, guck mal. Sind die nicht süß? Ja, und da fängt es jetzt wieder von vorne an. Ja, also wie gesagt, das ist wieder halt sehr babylastig, aber mein Gott, ich kann da immer nett vorbeigehen. Das ist das. So, und jetzt komme ich dazu, was ich eben dort billiger gefunden habe, ist das Scoreboard. Und zwar habe ich kein anderes gefunden in Zentimeter in der kleinen Größe. Ich habe natürlich haufenweise in der großen Größe gefunden. Ich habe auch ein kleines Scoreboard oder ein Falzbrett in Inch, aber ich wollte unbedingt noch eins in Zentimeter. Und das habe ich jetzt schon öfter bei der lieben Liebesfuchs gesehen. Ich hatte das damals auch in groß. Das hat mir aber nicht gefallen wegen diesen Zwischenfalzdingern. Also warum gibt es keins, was einfach ein halber Zentimeter durchgängig ist, anstatt immer diese Zwischenlinien? Und dann hast du nämlich irgendeine, oder? Nee, das ist 5, das ist 5,5, das passt. Ich glaube, oder war das beim großen Brett? Ach nee, das liegt ja hier. Na toll. Jetzt habe ich da mein ganzes Krempel draufgeschmissen. Ja, also ich wollte halt auf jeden Fall nochmal so ein kleines, weil ich das kleine in Inch schon häufiger genutzt habe. Aber das hat mir dann immer wenig gebracht, weil ich dann schon gerne die Zentimeter gehabt hätte und dann hätte ich wieder anzeichnen müssen. Also habe ich doch das große wieder hoch. Und das hat mich aber irgendwie genervt und das war jetzt dort recht günstig. Ich glaube, um die Hälfte sogar günstiger. Also es gab noch mal so ein Zwischenangebot,
Aber vom teuren zu dem bei Creftelier war es sogar um die Hälfte günstiger. Ja, auf jeden Fall günstiger. So, und da ist natürlich auch nochmal so eine, und natürlich nicht, aber so eine Tasche dabei. Würde ich jetzt, denke ich mal, nicht da reinmachen, weil das wäre mir dann schon wieder zu umständlich, das jedes Mal da rein und raus zu packen. Aber gut, jetzt warte da mal. Hier stand nämlich auch noch diese Erklärung. Papier in Standardgrößen lässt sich schnell mit Hilfe der Symbole bla bla bla. Also ich würde das mir vielleicht sogar ausschneiden und das kann man ja dann mit in die Tasche tun oder einfach hier hinten, kann man sich ja da hinten draufkleben, wenn man dann mal schnell was nachgucken möchte. Genau. Und das ist halt doch immer ganz praktisch, wenn man kleine Sachen einfach nur hat oder für Karten reicht das vollkommen aus. Und dann muss man nicht immer das Große da hochholen. Und das nimmt halt auch immer so viel Platz weg, wenn du dann schon deine Sachen da liegen hast. Und dann musst du alles wegschieben, damit du dein Falzbrett ordentlich hinlegen kannst, damit es auch nicht schief wird, weil sonst biegt sich das ja durch, wenn es irgendwie jetzt wie hier so steht. Und dann, ja, sollte schon Plan liegen. So, und jetzt habe ich nämlich schon längere Zeit geliebäugelt mit den Stanzen. Wobei ich bei Stanzen mittlerweile sage, nee, möchte ich nicht mehr, weil ich habe einen Plotter und da kann ich ja eigentlich mir alles erstellen, wenn jetzt das so speziellere Sachen sind, wo ich sage, okay, da tue ich mich ein wenig schwer, das im Programm eben zu erstellen. Wie jetzt zum Beispiel in dem Fall, sage ich, okay, das behalte ich noch, wobei ich schon am Überlegen bin, ob ich nicht sogar die ganze Maschine, also die Stanzmaschine, die große und die kleine, und die meine Stanzen verkaufe. Das muss ich mal sehen. Da hatte ich ja im vorherigen Video schon angefragt, ob ihr da gerne so eine Instagram-Live-Session haben möchtet mit Verkauf. Aber da muss ich echt erst einmal aussortieren, weil auch Stempel möchte ich einmal ordentlich aussortieren und gucken, okay, wenn sie nur hier liegen und selten benutzt werden, dann bringt es mir nichts. Und wenn ich mir die Frage stelle, okay, wie oft werde ich diese Stempel benutzen? Weil oftmals hat man ja bestimmte Anlässe, oftmals greift man zu bestimmten Kategorien oder zu bestimmten Motiven. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und da liegen dann einfach bestimmte Stempel dann auch immer nur rum und da will ich einfach mal ordentlich aussortieren. Da habe ich jede Menge von. Und genau, und jetzt habe ich nämlich dieses Punchboard ganz neu entdeckt. Das habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Ist auch von We Are Memory Keepers und ich mag ja diese ganzen Punchboarde. Wobei ich da auch mal aussortiert habe, weil durch den Plotter kann ich mir da halt einfach vieles selber herstellen oder erstellen. Und das nimmt natürlich auch Platz weg, wenn man verschiedene Boards hat. Boards, ist es überhaupt das richtige Wort dafür? Ach ja, okay. Also, ich habe mir dieses hier mitgenommen. So, und jetzt könnt ihr mal gucken, für was das sein soll. Erkennt ihr es schon? Also, es gibt ja eine Stanze. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Marke das ist, aber da gibt es eine Stanze, womit du dann diese Explosions Würfel machen kannst. Das heißt, wenn du jetzt eine Box hast oder in dem Fall eine Karte hast, dann hast du da diese Boxen drin, die klappt man zusammen und wenn man das dann öffnet, dann springen diese Boxen raus. Ich habe mich versucht, das Ganze ohne Hilfsmittel zu machen. Oh, das sind sogar Gummis dabei. So dick. Okay. Also als ich das probiert habe, habe ich kleinere genommen. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich das nicht hinbekommen. Und ich wollte mir dann auch eine Datei erstellen für genau eben genannten Plotter. Aber das ist gar nicht so einfach. So, und jetzt habe ich das hier gesehen und war begeistert. Und da bist du halt, wenn ich mich jetzt nicht irre, nicht gebunden an der Größe, sondern die kannst du dir halt jetzt auch wieder individuell erstellen. Und das ist mir zum Beispiel bei Stanzen auch wieder so ein bisschen zu unflexibel, weil man da natürlich auch wieder nur eine Standardgröße hat, beziehungsweise eine Größe, die ich verwenden kann. Und da kann ich halt variieren. So, das sind die Gummis. Dann hier haben wir die Erklärung und auch noch ein schönes Büchlein dazu. Und da freue ich mich schon, das dann mal auszuprobieren. Und da ist jetzt natürlich die Frage,
Wollt ihr das gerne mal mit mir zusammen machen? Dann würde ich euch da einfach mal mitnehmen und dieses Board hier ausprobieren. Also hier sieht man dann, wie man falzen, stanzen und was weiß ich muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das hier nämlich auch für andere Sachen, das schaut aus wie ein Herz, guck mal, für andere Sachen verwenden kann. Jetzt muss ich mal gucken, da ist nämlich auch noch so ein Stempel gewesen. Pull hier, hold hier. Das ist jetzt halt mehr gemacht für eine Karte, da für den Envelope. Wobei ich würde es halt dann einfach in der Box machen, weil ich glaube, da ist der Effekt besser. Wenn man die Box aufmacht, dann springen die ja schon. Aber da geht es halt hauptsächlich so um diese Mechanik, dass man diese Lochung hat. Also ich bin mal gespannt, ob mir das gefällt oder ob es mir dann doch wieder zu einfach ist oder was heißt zu einfach, zu leicht aufgebaut, dass man das dann hätte doch irgendwie selber machen können ohne Punchboard. Also wie gesagt, wenn ihr da mal Interesse habt, dann würde ich euch da mitnehmen. Schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Und da bin ich echt froh, dass ich nicht die Stanze gekauft habe, weil wie gesagt, bei der Stanze hast du halt diese eine Größe und wenn ich dann aber mal was Größeres oder was Kleineres brauche, ich glaube, da bin ich mit der hier besser bedient. Ich hoffe, dass ich jetzt auch keinen Quatsch erzähle. Ich meine, man kann die Größe variieren. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich muss das mir selber erst mal genauer anschauen. So, und jetzt habe ich nämlich noch hier eine Tüte. Und zwar gab es wieder solche Acetat-Sheets. Die sind jetzt separat nochmal eingepackt. Das macht jetzt aber nichts. Und zwar mit diesem Blumenmuster. Die habe ich mir zweimal mitgenommen. Da möchte ich mir dann quasi solche Divider oder sowas machen. Und hier haben wir einmal dieses Vellum, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist mit solchen goldenen Herzchen. Also sowas mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Und dann gab es hier noch diese Kollektion von Mintai, Next Trip. Und da gab es leider diesen kleinen Block nicht. Weil sonst hätte ich mir lieber den kleinen Block mitgenommen. Aber mir haben die Motive so gut gefallen. Deswegen habe ich mir da doch mal was mitgenommen. Das sind jetzt auch die großen Blätter. Die gibt es natürlich in klein, nicht einzeln. Und schaut mal, das hier fand ich auch so hübsch mit den Blumen. Naja, gut, das brauche ich jetzt nicht. Und das hier war jetzt halt wieder auch so ein bisschen so Planner-mäßig und Schönling. Und das hier fand ich auch richtig schön. Hier haben wir das Herz nochmal in rosa und hier ist es in braun. Wobei es mir halt tatsächlich mehr um diese Motive ging. Und da bin ich sogar am Überlegen, ob ich das nicht. Also das hier wahrscheinlich auf jeden Fall in den Bilderrahmen packe. Muss ich mal gucken. Wobei das hier ist nicht so schick geworden. Das hätten sie ein bisschen besser, realistischer zumindest erstellen können. Naja, egal. Also, einmal das. Und das ist jetzt auch schon alles. Das ist meine kleine, aber feine Bestellung von Crafter-Je. Die Lieferung war wieder super schnell. Also die liefern ja immer mit GLS und da stand am 26. die ganze Zeit. Dabei kam das heute schon. Und heute ist der 23. Also ich fand es jetzt wieder mega schnell, was ich richtig cool finde, weil die liefern ja auch aus Spanien und da erwartet man das eigentlich nicht. Da warte ich jetzt auf eine Bestellung aus einem anderen Shop immer noch. Aber gut. So, und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Lasst es mich wissen, wenn ihr die Explosionscard Punchboard, das Punchboard gerne mit mir zusammen ausprobieren wollt. Also die Frage ist halt immer, wollt ihr dabei sein, wenn ich es das erste Mal teste oder wollt ihr einfach eine Anleitung haben? Weil, ne, ihr wisst. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssichen!